Hallo, ich bin Kevin Jefferson. Ich spiele bei JBL bei Brian Güßbach und mache auch eine Ausbildung bei Philipp als Fachkraft für Lagerlogistik. Kevin, in welchem Lehrjahr bist du momentan? Also ich bin gerade im ersten Lehrjahr. Und erzähl doch mal ein bisschen, was macht man denn als Fachkraft für Lagerlogistik bei Philipp so? Also da lagert man beispielsweise Sofas ein, da kriegt man Ware angeliefert, muss sie annehmen. Etiketten drucken, draufkleben und ja, das ist es eigentlich alles. Muss man auch mal kräftig mit anpacken, denke ich. Ja, das auch. Das auch. Das heißt, wenn du hier nach dem Tag bei Philipp noch Training hast, das haut ja ganz schön rein dann, oder? Ja, das ist schon anstrengend, aber ich habe mich so schon dran gewöhnt. Zu mir ist wichtig, eine Ausbildung zu machen, dass ich, wenn es nicht mit Basketball klappt oder ich mich verletze, dass ich dann dahinter noch eine Ausbildung gemacht habe, mir sicher sein kann, dass ich dann also schon was ausgelernt habe und es dann später dann so als Arbeit machen kann. Also du willst einfach auf Nummer sicher gehen. Genau. Aber dein großer Traum oder dein großes Ziel ist es natürlich, als Profi Basketball zu spielen. Genau, ja, das wäre schon mein Traum und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Sagst du, du willst Bundesliga spielen oder also, dein großer Traum wird wahrscheinlich? Mein Traum wäre schon Bundesliga und ja, ich fange erstmal mit kleinen Schritten an und dann in ein paar Jahren werden wir ja sehen, wo okay. Ich lande. Du wohnst, du bist aus Bayreuth? Genau. Hast also vorher für Bayreuth gespielt? Genau. Jetzt spielst du für Breiten Güßbach, also den Kooperationspartner von den Brose Baskets. Genau. Wie ist denn das so, wenn du zum Beispiel in der JBL auf deine Kumpels aus Bayreuth triffst? Also das ist schon witzig, gegen die eigenen Kumpels wieder zu spielen, aber das ist auch eine Herausforderung, um ihnen zu sagen, ja, ich bin immer noch dasselbe und will spiele zwar jetzt nicht mehr für euch, aber jetzt gegen euch, aber wir spielen das Spiel zu Ende und danach sind wir auch wieder Freunde. Du wohnst in der Jugend-WG? Genau. In der zweiten Jugend-WG sozusagen, in der jüngeren? Genau. Wie ist denn das da so? Verstehst du dich gut mit den anderen da? Also ich verstehe mich sehr gut mit den anderen. Wir kennen uns auch eigentlich schon von Nationalmannschaftslehrgängen oder so. Unter der Saison haben wir schon mal gespielt. Und wir verstehen uns eigentlich voll gut. Es gibt auch keinen Stress in der WG, also ich kann nicht klagen. Okay, Kevin. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier bei Danke. Philipp. Hau rein und viel Erfolg mit der JBL. Danke. Ciao. Ciao.